Heute haben wir den 29. Juli 2018. Wie man sieht, ein typischer Wintertag im Paraguay, strahlender blauer Himmel. Und wir stehen hier auf dem äußersten Ende der Nordweststraße, die vom Piratawa weggeht. Ganz hinten sieht man Piratawa. Und hier sieht man das Ende dieser Straße. Das ist eine Sackgasse. Hier sind die Grundstücke mit der unendlichen Fernsicht und mit dem Sonnenuntergang. Und wenn wir jetzt in die andere Richtung schauen, bekommt man so eine Idee, wie groß El Paraíso Verde wirklich ist. Wir sehen hier ganz hinten den Fluss. Bis dorthin sind schon Straßen gebaut. Man sieht auch hier ganz weit in der Ferne die anderen Baumaschinen, die auf dem anderen Ende des Grundstücks Straßen bauen. Und hier haben wir das erste Mal eine Sicht von Nordwesten auf unser Siedlungsgebiet El Paraíso Verde. Und jetzt stehe ich im See, ungefähr auf circa 4 Meter Tiefe. Steilküste derzeit noch, aber wir sind schon sehr nahe am Ufer. Mit anderen Worten, das, was wir hier sehen, ist mehr als 4 Hektar ausgegraben. Und das an einem wunderschönen Sonntagnachmittag mit strahlend blauem Himmel.